Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Und vorweg ein schönen Dank an alle neuen Abonnenten und auch die immer fleißig reinschauen. Also frei, darf jeder abonnieren, ne? Ist kostenlos. Und das ist eine große Hilfe für mich. Auch hier auch nochmal ein Like, hilft auch. Den Algorithmus von YouTube ist es geschuldet. Je mehr geliked wird, umso mehr wird es vorgeschlagen wird. Für andere halt, ne? Eine große Hilfe dann. Auch Hilfe ist, hier da mal einen Kommentar dazulassen. Auch dafür ein Dankeschön an alle. Das muss ja nicht lang sein, ne? Macht mir keinen Kopf. Wenn der eine mal Hallo schreibt, ist es genauso gut, als wenn er einen kleinen Text schreiben würde, ne? Ich gehe darauf ein, reagiere darauf, so schnell wie möglich. Schriftliche Form. Es geht ja darum, dass man im Prinzip YouTube mir vorgeschlagen wird. Dadurch ist die Chance, dass man da ein bisschen mehr ein breites Publikum bekommt, etwas größer. Vorweg und danke dann schon mal dafür, ne? Ja, wir machen heute weiter den Rest hier. Den Rest auffüllen, ne? Leider ein bisschen, ja, friemlich kann man sagen, ne? Es füllt sich langsam. Ich habe mir den Volvo geholt, weil der andere war zu schwach, der kam nicht hoch. Und das bringt ja nichts, ne? Viel Platz haben wir nicht mehr, wenn ihr so seht, geht nicht mehr rauf. Da war sich auch ein bisschen festgefahren. Aber den Rest noch, ne? Versuchen wir noch ein bisschen reinzukriegen. Vorne am Ende fällt 38 in den letzten Züge, hoffe ich jedenfalls. Das ist dann bald erledigt. Hauptsache ein paar Meter geht so viel rein. Jetzt kippt man hier vorne weg ab. Na, Betonwand kommen wir nicht hoch. Nicht vorbei. Hoffe, dass da nicht verbuggt ist, die Lunge. Also ich befürchte hier rechts schon mal, dass es so sein könnte. Aber hoffen wir das Beste, ne? Und dann nicht nur halt mit Leben. Also ich halt manuell halt ja, eingreifen, kann man sagen, ne? Sieht allgemein schlecht aus, wenn man da reingeht hier. Haben ungefähr ja, etwas mehr als 4 Millionen, ne? Und das ist vielleicht schon das Maximum, ne? Also alles kriegen wir auf jeden Fall nicht rein. Den Rest halt ein paar Meter reinfahren, ne? Geht ja nicht anders. Hoffe, dass noch heute es trocken wird. Laut Seasonfair soll ab 18 Uhr ein bisschen mehr Trockenmöglichkeit da sein. Warum weiß ich auch nicht, aber jedenfalls wird so berechnet. Vielleicht kommt ein bisschen mehr Wind auf. Und sonst haben wir nicht mehr viel Zeit für so viel Ernten. Wahnsinn, was hier vorne rumliegt. Nur noch rein. Junge, da muss noch rein.
Vorne ist kein Platz mehr. Hat nicht viel. Das muss ich nachher Anhänger herfahren und dann entsprechend da reinkippen. Na gut, der Wolle kommt diesen hoch, ne? Das ist einfach, ne? Also nicht mehr. Hat er wieder abgekippt. Ausgenommen. Na, ist schon voll. Voll ist voll, ne? Leider gibt er hier vorne nichts mehr ab, dann macht die Meldung her, voll. Er füllt sich auch vorne ab, ne? Also ist vorbei. Guck mal ein bisschen links noch, rechts, Seite gesehen. Und das noch schaffen, dann ist gut. So, voll ist voll, ne? Den Rest müssen wir halt hier von der Plane wegnehmen. Das brauchen wir nicht mehr hochschieben. Mitte vielleicht noch ein bisschen. Hier scheint ein bisschen Luft zu sein. Ende hier, Ende Gelände, das ist so schön, ne? Den Rest müssen wir halt nachher manuell von der Folie wegkratzen, ne? So, mein Rest verdichten. Mehr kriegen wir nicht auf. Das wird nichts. Und voll ist voll. Ich schaue mal noch ein bisschen verdicht kriegen, 100% hinkriegen. Gucken wir jetzt eins. Das haben wir aktuell 98%. Da ist, brauchen wir nicht lange rumtun, hin und her fahren, dann haben wir 100%. Dann haben wir über 4 Millionen Liter. Prozent aufsteigen. R. Nee. Speicher. Auto blockiert gerade. Gut. 1%. Tja. Fahren wir runter, ne?
Das meiste haben wir verdoppelt gekriegt, meiste eben und Rest. Muss ich mal sehen, dass ich entsprechend Häckselgut mit dem Hänger weggefahren kriege. Sollen wir gleich einen Anhänger holen? Den Volvo können wir abgeben wieder. Oder wir lassen ihn ganz kurz. Vielleicht kommt er ein bisschen höher als der andere. Ja, denk mal schon. Wir holen uns mal einen Traktor mit einem Anhänger. Und zwar, ja, den können wir nehmen. Junge, ich sehe nichts. Das können wir wegmachen. Brauchen wir nicht. So. Dann können wir hier den Rest reingeben, Häckselgut, und dann können wir das verwerten im Vermieter. Immer noch feucht. Jetzt können wir auf 5 gehen, Geschwindigkeit, das ist jetzt egal. Grund ist jetzt, kann er silieren, ne? Und jetzt können wir gleich gucken, ob das links und rechts verbuggt. So, Plane auf. Und zwar müssen wir hier mal so reingucken. Aber im Großen und Ganzen, hier ist nichts Grünes zu sehen, das ist gut. Schon mal ein gutes Zeichen. Und hier ist auch nichts Grünes, das ist gut. Gut, das mittlere Silo kann man wahrscheinlich gebrauchen. Betone wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wenn man kein Grünes sieht hier, dann ist mal ein gutes Zeichen. Ja, das ist perfekt. Also, ne, da haben wir jetzt schönes 1% isoliert. Das kann ein bisschen dauern. Elf, 13, ja, ein Rest ist noch. Ein kleiner Rest ist noch. Wir stehen ungünstig. Den stellen wir mal hier daneben. Mit der Fräse auch eine Option, aber mit der Fräse kriegen wir nicht auf. Nicht mit dem Traktor. Der am Anhänger. Weil der LKW keine Vorrichtung hat dafür. Vorrichtung. Gut. Nicht gut. Ist leer. Wollen wir den Rest noch aufnehmen? Später die Garage. Ich muss mal sehen, dass ich das hinkriege, dass ich mit Outdrive belade oder mit Postplay belade. Ne? Die Ecke, glaube ich, nur nicht weg. Schauen wir gleich. Was wir halt kriegen, ne? Und was halt nicht, ist halt nicht, ne? Möglichst viel verwerten von dem Zeug. Das wären bräuchte also für 38 mindestens 4 Fragmente. Die verarbeiten ein bisschen, also 3 müssten aufreichen, aber wie gesagt, da braucht schon mindestens 3, ne? Weg. Sauber.
heißt, ich werde mich heute und morgen die nächsten Tage dran setzen und mal schauen, über ein Tutorial, wie das funktioniert, vom Silo aufnehmen und abladen auf ein Fahrzeug, Traktor in dem Falle. Das geht nicht weg. Das macht nichts, das wäre egal. Das auch nicht. Gut, das macht auch nichts. Mit dem kann ich leben. So. Vielleicht mal schauen, was drüben noch liegt. Am Ende. Sollte eigentlich auch nicht so viel liegen. Dann haben wir das bald geschafft. Immer noch feucht. Letzte Chance ist 18, 19 Uhr. Und dann nicht trocken wird, dann wird das immer trocken. Dann können wir uns gleich ranmachen, spezielles Dings holen, kaufen. Von Häcksler ein anderes Schneidwerk. Und dann können wir da schon mal uns ranmachen, da entsprechend. So, vorzubereiten, ne? Na, liegt da viel? Nö. Gut wie nix. Sauber gearbeitet, Junge. Sauber gearbeitet. Muss ich staunen. Kommt er? Das ist gut. Den Rest können wir hinlassen, das ist nicht tragisch. Das macht man die Ärmer nicht reicher. Und diese scheine Fetzen da, ich versuche mal aufzunehmen, aber die Schubkarre voll, ne? So, siehst du. So, sauber. Den Rest könnten wir jetzt. Ja, LKW rauf. Und gleich da, du Förderbahn. War so nicht geplant. Ich hätte mal ein bisschen verfliegen. So, dann wäre der LKW auch voll. Ja, voll dick, aber halt. Beladen soweit, ne? Können wir den wieder abstellen? Und ausklicken. Steigen wir aus. Dann gehen wir auf die Garage. Gemietete Fahrzeuge. Und zurückgehen. Gut, dann fahren wir gleich mal Richtung Vermieter. So. Aber für heute ist man Schluss, ne? So, liebe Schauer, das soll es heute auch gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken. Schönen Dank für Kommentieren. Ja, morgen meistens fertig. Ja, morgen geht's weiter. Mal schauen, trocken wir. Geht's weiter mit, mal schauen, ne? Weiß nicht mehr. Ich hoffe ja, dass so wieder weit ist, ne? Wenn nicht, muss ich näher schauen, wenn es trocken wird. Also 18, 19 Uhr.
Aber da so ein Gerät kaufen, eine Schneidwerke für einen Häcksler, dass wir die Sojabohnen häckseln können. Ne? Ansonsten müsste man eher programmieren, vom Fermenter schon mal abkippen, Silage, globaler Markt. Ich glaube, Beladen ist schon programmiert und Abladen von Beladen Max ist auch programmiert. Müssen wir einstellen. Oh, hier steht Stau. Was los? Streik? Paar Meter voll. Mach keinen Shit. Das sieht so aus. Tut das ist schlecht. Ja, was haben wir noch im Feld? So, das soll es dann gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Ja, bis morgen. Tschüss.